So, wir müssen uns dann wahrscheinlich später eh noch ein bisschen Erde holen. Weil das wird, glaube ich, nicht lang, bis wir ganz oben sind. So. Und so. Jetzt 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, das muss ja auf dieselbe Höhe. Ich hoffe mal, ich verplane hier nichts. Wie gesagt, als ich, also diejenigen unter euch, die, upsa, meine alte Server-Map kennen, also das Video davon, da hatte ich ja auch hier so eine riesengroße Kuppel dran. Die habe ich, glaube ich, dreimal abgerissen, bis sie dann endgültig gepasst hat. Von daher mal gucken, ob das hier auf Anhieb klappt. Schön wäre es, würde ich mich freuen, ehrlich. So. Da ist noch gar kein Dings. Nein! Nein, 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 nein. Hinab. Uppa. Mann. Wäre ja zu schön gewesen. So, so, so. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend ganz viel mehr Glas. So, warte. Der kommt noch weg. So, und so, du kommst wieder weg. So und so. Hui. So, unser Glas geht ganz schön zur Neige, Freunde. Jetzt hier, da und dort und die letzten beiden. Hui. So, jetzt geht das hier wieder lang. Ach nee, Erde. So, falls wir hier runterkommen. Scheiße. Das war nicht beabsichtigt, so. Falls wir hier dann wieder runtereiern, dann müssen wir uns dann einen Weg nach oben bauen. Stimmt das hier mit einem? 2-2, ja, durchaus. Oh, Moment, ich muss hier mal. Oh, mein kleiner Finger von dem ganzen Festgehalte, das tut ja schon weh. So, jetzt geht das hier weiter. So, man sieht schon, der Kreis, der verkleinert sich automatisch dadurch, dass wir immer weiter nach innen gehen. So. So, warte, hier mal ganz kurz. So, die letzten 60 Glas, meine Freunde. Danach müssen wir erstmal wieder burnen, burnen, burnen. Und während das quasi so vor sich hin burnt, könnten wir eigentlich. Nein! Ein bisschen Sand organisieren, weil. Ja, so gesegnet mit Sand sind wir momentan. Ja, eher nicht. So, du wieder weg und du wieder her. Lass mich. Ich will da. Oh. Nee, das passt schon. Hui. So, da. Gucken, ob wir das hier noch komplett rumbekommen. So, wenn wir dann unten sind, da sammeln wir dann auch noch fix die ganze Erde wieder mit ein. Ey, Ressourcenverschwendung. Sowas gibt's hier nicht. Hui. Mein Mausklickfinger tut weh. Der Klassiker. So, warte. Da. Da. Haben wir, haben wir. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch die Lage hier hinbekommen. So, ja, nicht runterfallen. Runterfallen ist eine ganz doofe Idee. Habe ich gar keinen Bock zu. So, aber wir bekommen die Lage nicht hin, weil wir haben nicht genug Glas mit im
petto. Von daher sind wir jetzt gleich gezwungen, hinabzusteigen. 1 und 0. So, sämtliches Glas ist verbraucht. Und es geht nach unten, am besten irgendwo, wo keine Lava ist. Und es ist auch noch Zeit fürs Bettchen. So, dann mache ich ihn ab und dann gehen wir erstmal ins Bettchen. Dann sammeln wir die Erde ein. Dann schauen wir mal, wie das von unten denn jetzt dann ausguckt mit dem begonnenen Glasdach. Ob man das so lassen kann oder nicht. Gute Nacht. So, und guten Morgen. Und es ist ja schon fertig. Wahnsinn. Warte. Ich renne gleich nach unten, hole nochmal 3 Sticks Sand, den wir da reinstopfen. Keine Müdigkeit aufkommen lassen. Waren wir jetzt echt so lange mit dem Bau beschäftigt? Ist ja krass. So, hier kommen. Eins, zwei, drei. Ja, da müssen wir dann später mal eine kleine Sandtour machen. Dann nehmen wir halt die verzauberte Schaufel mit. Und mal gucken. Hoffentlich sind da nicht wieder so abgefahrene viele Monster in der Wüste. Nom, 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 nom. Wie man es in der U-Bahn-Bau-Zeitraffer. Scheiße, ich habe keine Kohle mit. Na egal, dann machen wir, pass auf. Zap. Zap, zap. Schmeißen wir da überall erstmal 8 mit rein. Muss ich halt dran denken, das nächste Mal, dass ich 3 Stacks Kohle mitnehme, weil, wieso sollen wir da keine Stacks reinschmeißen, Meister? So, holen wir uns die Erde. Und schauen mal, wie das ausguckt. Ja, ich glaube, das kann man lassen, wenn das fertig ist. Also zumindest das, was man bis jetzt gesehen hat. Oder was sagt ihr? Ich sag, das passt. Das hat irgendwie was Authentisches. Frag mich nicht was, aber es hat's. So, warte mal. Hier ist Lamite. Lamite? Lamite. Lametta. So, ab geht's wieder nach oben. Bauen, 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 bauen. So, haben wir die letzten Folgen fleißig ausgehoben. Jetzt bauen wir einfach mal ein paar Folgen lang wieder. Was willst du hier? Hilfe, ich brenne! Hilfe, ich brenne! Komm, ab ins Wasser. Ins Wasser, ins Wasser. Super, jetzt hat er aufgehört zu brennen. So. Wie gesagt, ich muss mal testen, ob die Zombies auch Items anzünden, wenn sie so freundlich vor sich hin brennen. Was wir dann auch machen können, wir haben jetzt quasi einen direkten Durchgang bis zu unserem Dorf. Wir könnten dann auch mal ein bisschen das Dorf ausbauen, wenn denn Lust und Laune dazu besteht. Mal gucken. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Und wir müssen uns jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Erde organisieren. Mäh, weil wir müssen uns ja jetzt dann auch erstmal nach oben bauen. Shit. Komm, hier, her damit. So, als erstes, wo waren wir? Hier müssen wir noch bauen. So, hüpf, hüpf. So, hier müssen wir noch eine Etage draufsetzen. So, dalle. Schön langsam natürlich. So, dann wär's das. So, pass mal auf. Da geht's jetzt 2 nach innen. 2 nach innen. 1. 2 nach innen. 2 nach innen. 2 nach innen. Der hat 2 nach innen. Dann kommt hier noch einer her. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Passt. So, ich hoffe mal, das Glas hält eine ganze Zeit lang vor. So, hier, der geht noch ein weiter rein. Weil ich glaube nicht, dass unsere Öfen so schnell fertig sind. Wir hätten eigentlich auch in der Theorie unten die Öfen jetzt vollschmeißen können. Das machen wir, glaube ich, dann das nächste Mal. Wenn wir genug Sand haben, dann schmeißen wir da genug Sand rein. Weil wenn uns jetzt das Glas ausgeht, dann gehen wir erstmal fix.
Halt. Zwei. In die Wüste. Und sammeln ein wenig Sand. Also hier in unserer Sandsammelwüste, nicht in einer, die wir jetzt hier auf der Pferdefarmtour entdeckt haben. Nein! Oh, Sekunde, nochmal kleinen Finger loslassen. Alter, wenn du die ganze Zeit hier auf der Taste bist, das ist ja hui. So. Und hier geht's ebenfalls zwei nach außen. Weil an Sand, das haben wir ja schon festgestellt, an Sand wird uns bestimmt niemals mangeln. Dafür haben wir viel zu viele Wüsten. So, und so. Juhu. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. So gehört der. So gehört der. 1, 2, 1, 2. Jeha! So, warte. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 1, 2. So, wir befinden uns quasi im Endspurt. Nein! Sekunde. Der letzte Stack Glas. So, hier müssen wir wieder langsam tun. 1, 2, 1, 2. Hier ist wieder alle dicht. Dann geht das hier lang. Ja, komm schon. Sehr schön. Und das letzte Viertel. 1, 2, 1, 2. So. Und das Glas genügt. Das ist ja geil. Wir sind fertig. So, wir haben leider keine Zäune mit, weil sonst hätte man hier quasi noch eine Flagge oder was drauf basteln können. Aber Wayne, wenn du kennst. So, jetzt schauen wir uns das erstmal hier so ein bisschen aus der Entfernung an. Wie es denn so wirkt. Sieht eher aus wie ein Käfig, hä? So, mit der Erde, da können wir ja dann hier noch so ein bisschen verkleiden quasi. So, weil die hier, die möchte ich nicht unbedingt von außen sehen. Kann man noch ein bisschen formen. So. Einfach hier so ganz dezent ein bisschen dem Berg angeglichen. Oh, hier haben wir ein bisschen mehr anzugleichen. Und da müssen wir dann, glaube ich, auch von unten ein bisschen Erde holen. Schaffen wir das bestimmt? Oh. Habe ich da etwa jemanden geweckt? Tja, komm du nur mal her. Achso, ich dachte schon, das wäre Lehm. So, wie ist denn das mit unseren Möhrchen? Oh, sind schon fertig. Yippie! Möhrchen. Da pflanze ich jetzt erstmal immer eins an und wenn wir dann mal eine Kartoffelernte betreiben... Können wir da ein paar mehr einpflanzen? Skelett bei mir in der Bude? Moment. Das muss ich gleich mal richten. Das kann ja so nicht angehen. Ich dulde hier keine Hausfriedensbrüche. Die werden sofort und zwar mega hart bestraft. Kollege. Da ist so ausgeleuchtet. Was willst du hier? Verpiss dich. Warte, ich gehe mal ein bisschen in Deckung, dass der ein bisschen, hoppala, näher kommt. So. Diding. So, leuchten wir halt noch ein bisschen mehr aus. Vielleicht hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. So, und dann würde ich sagen, ist das schon wieder Zeit fürs Bettchen, ne? So, hüpf und hüpf und... Nee, es ist noch nicht Zeit fürs Bettchen. So, was machen wir denn als... Nächstes, da wollten wir Erde holen. Das machen wir gleich mal.
Damit wir da den Berg ein bisschen verschönern können. Damit das auch noch aussieht wie so ein Berg.